Jetzt geht's ans Eingemachte. Ein Schläger, ein paar Turnschuhe, handsigniert, ein paar Pokale, Erinnerungen an die sportlichen Glanzzeiten der Tennislegende Boris Becker. Sie werden jetzt online versteigert auf Anordnung des britischen Insolvenzverwalters. Wir erwarten einen erheblichen Erlös aus dieser Versteigerung, eine sechsstellige Summe. Ich hoffe auf rund eine Viertelmillion Pfund. Leider wäre selbst das angesichts der Millionenschulden von Herrn Becker nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber im Interesse der Gläubiger muss ich Beckers Eigentum versetzen. Gläubiger, Insolvenz, eigentlich muss sich der Tennisstar all dem doch gar nicht aussetzen. Schließlich genießt er doch diplomatischen Schutz als Attaché für Sport und kulturelle Angelegenheiten der Zentralafrikanischen Republik. Zumindest ist der 50-Jährige selbst davon überzeugt und legte dem High Court in London seinen Diplomatenpass vor. Komisch nur, das Dokument weist den insolventen Becker als eine Art Finanzverwalter aus. Außerdem gehört die Seriennummer zu einer Reihe von Blankopässen, die 2014 gestohlen wurden. Für den Außenminister des Landes eine Fälschung. Den Posten des Finanzverwalters gibt es überhaupt nicht. Die Unterschrift des ausstellenden Ministers ist falsch und der Stempel ebenfalls. Wir haben unsere Juristen damit beauftragt, aufzudecken, wer und was hinter dieser Fälschung steckt. Womöglich also weiteres juristisches Ungemach für Becker? Als hätte er nicht schon genug Ärger, verzögern doch Querelen um die Höhe seiner Schulden und seine angebliche diplomatische Immunität schon das Insolvenzverfahren. Ob das seinen Gläubigern gegenüber so diplomatisch ist,